Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ganz spontanen Unboxing. Hat vor ein paar Minuten geklingelt, dachte ich mir, komm, nimmst du auf, mal gucken, was draus wird. Wie gesagt, eine ganz spontane Geschichte. Ja, ihr seht das Paket vor euch. Machen wir es gleich mal auf. Großes Online-Versandhaus. Warum da? Ganz einfach. Nummer 1 war das Messerchen tatsächlich nur da in dieser Farbe erhältlich, in der ich es wollte. Und Nummer 2, offen und ehrlich, da war es am günstigsten. So, um was es geht, seht ihr in der Videobeschreibung. Dann machen wir das gute Stück mal auf und schauen es uns kurz an. Wird, wie gesagt, ein ganz kurzes Video. Von daher, erster Eindruck und das war es eigentlich auch schon. So, große Verpackung, wenig drin. Verpackungsmaterial, Standard und da haben wir es auch schon. Ist ja gleich mal weg. Zack. Kamera ein bisschen neu ausrichten. Nochmal Sweet Knife zur Hand. Und ja, Standard Kershaw Verpackung. Machen wir mal auf. Und da kommt das gute Stück zum Vorschein. Ja, wie gesagt, Farbe war nur auf Amazon erhältlich. Ja, erster Eindruck. Klingenstand miserabel. Gucken wir mal, ob wir da noch was dran drehen können. Wir haben hier einen Assistant Opener. Ja, funktioniert wunderbar. Kurz Schärfe nachstellen. Allerdings auch ein bisschen Nachteil, denn wir haben hier zwar einen Detent Ball verbaut, aber keine Aussparung für den Detent Ball. Das heißt, hier draus einen ja, Nicht-Assistant Opener zu machen, unmöglich. Ja, soweit auch schon vom Unboxing. Ein Review dazu wird es dann auch noch geben. Das war es eigentlich auch schon. Danke fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und damit sage ich wie immer, schöne Grüße aus der Pfalz, euer Chris.